Ja, und hier haben wir sie frisch aus dem Livestream-Wunsch hier für euch in der Halle von Petzolds, das Classic Glass. Lackversiegelung für alle Lackarten, die schauen wir uns heute mal gemeinsam an. In einem der letzten Livestreams war es hier ein Thema, wurde danach gefragt. Viele von euch haben auch mitgeholfen, das hier zu finanzieren und deswegen geht es direkt für euch in den Test. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Das ist natürlich eine traumhafte Sache, wenn ihr mich da hier bei der Produktfinanzierung auch unterstützt. Deswegen auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank und Daumen nach oben. Und darum ging das auch sehr, sehr flott. Vielen Dank. Los geht's hier mit dem Test zum Classic Glass von Petzolds auf der Motorhaube. Anwendung, Standzeit, Abhellverhalten. Wir schauen uns alles an. Farbauffrischung. Viel Spaß. So, und hier haben wir nochmal die Petzolds Classic Glass Lack Versiegelung. 30 Euro kostet das hier. Insgesamt sind 473 ml in der Flasche drin. Ihr bekommt auch noch einen zweilagigen Auftrageschwamm. Der steht gerade hinter der Flasche. Zeige ich euch gleich bei der Anwendung. Und eine ausführliche Anleitung. Das finde ich bei Petzolds immer super. Ihr habt nochmal ausführlich im Paket noch die ausgedruckte Anleitung. Nicht nur irgendwas im Internet, was ihr euch suchen müsst, per PDF oder irgendwo kurz eine Beschreibung, sondern wirklich sehr, sehr ausführlich. Das ist bei eigentlich allen Petzolds-Produkten eine feine, feine Sache. Wir werden heute gemeinsam eine Schicht auftragen und wir können später das Thema Schichten auch nochmal genau uns anschauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Was ich gerade schon erwähnt hatte, das Schöne bei den Petzolds-Produkten, hier ist alles immer weitestgehend auf der Flasche schon beschrieben oder es ist nochmal extern in der Verpackung mit dabei, eine ausführliche Anleitung oder auch auf der Webseite findet ihr alle wichtigen Informationen. Und deswegen sage ich es auch mehrmals, es ist echt positiv. Wir haben manchmal Produkte aus USA, UK, da steht nicht mal drauf, wie ich das Produkt einzusetzen habe und deswegen großes Lob an der Stelle. Produkt vor Gebrauch gut schütteln, Fahrzeugoberfläche sollte 10 bis 26 Grad warm sein, Motorhaube ist noch sehr angenehm hier, warm vom Herfahren, also absolut in Ordnung. Auch jetzt Umgebungstemperaturen ca. 11 Grad, also geht auf jeden Fall in Ordnung und die Oberfläche ist noch wärmer als 11 Grad. Und dann wird das hier dünn und gleichmäßig auf die Oberfläche aufgetragen. Und dazu habt ihr hier den Applicator-Block dabei. Blaue Seite zum Festhalten, graue Seite zum Auftragen. Wenn ihr das andersrum haltet, werdet ihr merken, irgendwie funktioniert das nicht. Deswegen blaue Seite zum Festhalten, graue Seite zum Auftragen. Nach dem Auftragen, wenn ihr den Schwamm nochmal nehmen wollt, sofort ausspülen mit dem Hochdruckreiniger oder mit einem etwas schärferen Wasserstrahl und dann einfach nochmal hier mit vielleicht einem APC ausspülen und mit Wasser nochmal ausspülen und dann trocknen lassen. Dann könnt ihr den auf jeden Fall nochmal nutzen. Nach der Bearbeitung, wenn möglich, Fahrzeug in der Sonne aushärten lassen. Machen wir auch und für eine zweite Schicht ca. 8 Stunden warten. Wir machen nur eine Schicht und wir schauen uns morgen Nachmittag dann auch das Abhellverhalten an. Deswegen erstmal heute jetzt hier das Auftragen. So, ich entfette jetzt hier nochmal und dann geht's los. Und durchschütteln, oben die kleine Kappe aufmachen. Und dann geben wir uns hier ein bisschen was auf unser Pad drauf. Sollte man gut erkennen. Seht ihr schon, so eine helle Milch. Macht das mal nur so einen Punkt, Zentimeter circa. Reicht auch schon zu für die kleine Oberfläche. Und dann verteilt er das erstmal grob. Und dann können wir das hier gleichmäßig verteilen. Ihr seht auch, das verteilt sich auch von der Breite her sehr schnell hier in diesem Block. Und dann würde ich das ganz easy und einfach im Kreuzstrich verteilen. Dann habt ihr nämlich auch die Garantie, dass ihr auch alles erwischt. Könnt auch mehrere Bahnen ziehen, dann verteilt sich das echt spielend. Eine ganz dünne Schicht reicht aus. Ich gehe mal nur bis hier zu dieser Designkante hier. Reicht auch. Und ich ende dann immer in Fahrtrichtung. Denkt auch an die ganzen Kanten. Ich gehe mal hier nochmal direkt übers Klebeband. Hier nochmal oben an der Kante lang. Und letzte Bahn und dann habt ihr so einen leichten Film drauf. Ja, sollte man auch hier gut erkennen. Ihr habt auch immer schön den Vergleich zur anderen Seite, wo nichts drauf ist, wie da so die Lackklarheit sich zeigt und dann kurz ablüften lassen, ein bisschen Luft dran lassen und jetzt können wir es eigentlich schon wieder runternehmen. Und von der Verarbeitung her mit dem weichen Mikrofasertuch hier. Ich habe jetzt von Liquid Elements das Waxer. Gut saugfähig, auch ideal zum Wachs auspolieren. Und ich kann euch eins sagen, das geht hier sehr, sehr gut. Absolut problemlos. Ich gehe auch nochmal hier über die Kante. So. Also von der Verarbeitung her, ihr seht es auch hier an dem Licht. Könnt ihr euch noch an die anderen Produkte erinnern, an irgendwelche Paste Waxes, Synthetic Waxes oder was auch immer wir da schon alles hatten. Wie die teilweise manchmal geschliert haben oder hier einen Schmierfilm hinterlassen haben, das geht absolut problemlos. Top.
Finde ich super. Ihr könnt es auch super hier in dem Licht erkennen. Null Schlieren, null Streifen irgendwo in irgendwelche Richtung. Auch hier von meiner Seite aus absolut top. Verarbeitung, wirklich kein Problem. Nehmt das hier noch ein paar Sekunden runter. Top. Also hier, Lob von mir. Und dann können wir auch schon mal das Klebeband runternehmen. Und dann schaue ich nochmal, dass ich hier genau diese Kante nochmal auspoliere. Kann auch sein, dass man dann nach dem Auspolieren des Streifens hier keine hundertprozentige Kante haben, wenn es dann um das Abhellverhalten geht, aber wir sollten dann hier zur Mitte, so in dem Bereich, einen schönen Unterschied sehen. Davon gehe ich einfach aus. Soll jetzt mindestens 8 Stunden hier komplett in Ruhe gelassen werden, an der Luft trocknen lassen am besten, und ich lasse der Sache wirklich 24 Stunden Zeit. Vom Look her, meiner Meinung nach, und ihr kennt meinen Standpunkt zum Thema Glanz, Lack, Unterschiede bei so einem Produkt, auf dem Lack, der ist noch relativ neuwertig, jetzt circa anderthalb Jahre alt. Da hält sich das eigentlich in Grenzen, auch mit der Auffrischung. Also es gibt zwischen dem versiegelten Bereich hier und dem noch gut erhaltenen Lack auf der Seite keinen extremen Unterschied. Also es lässt sich hier mit dem bloßen Auge nichts erkennen. Also hier von meiner Seite aus kein großer Unterschied. Hier geht es dann eher für mich speziell auch um den Lackschutz. Und jetzt sehen wir uns hier ein paar Sekunden wieder. 24 Stunden für mich, ein paar Sekunden für euch. Falls euch jetzt wundert hier, warum schon rechts Wasser auf der Lackoberfläche drauf ist. Ich habe ja noch eigentlich fast zur identischen Zeit hier das Prima Banana Gloss Liquid Wax aufgetragen habt, und das war eigentlich alles komplett am gleichen Tag und jetzt auch 24 Stunden später, und darum ist jetzt rechts schon Wasser drauf. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, und jetzt schauen wir uns aber links das Petzolds Classic Glass an, und ich habe auch noch rechts unten den Wascheimer, den können wir auch auf der Seite nochmal nehmen, da ist so ein Rich Foam drin und können auch nochmal drüber waschen jetzt nach 24 Stunden. Gehen wir mal ein Stück näher ran. So, und da bin ich echt gespannt, also vom Look her, habe ich euch ja schon gesagt, konnte ich jetzt keinen großen Unterschied erkennen. Ich denke mal, auf so einem gut polierten Lack wird es jetzt keine riesen Unterschiede geben vom Look her. Und jetzt hier 24 Stunden später, wir haben ein bisschen Staub drauf, aber ansonsten ist hier nichts weiter auf der Oberfläche. Und jetzt schauen wir mal nach. Ich beginne wieder mit einem ganz leichten Regenschauer hier aus dem Hochdruckreiniger, also wie ihr das auch an der SP-Box macht. Los geht's. Und da haben wir hier einen richtig schönen Perlenteppich, also das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir den unversiegelten Bereich hier drüben, und ich denke mal, der Unterschied ist schon deutlich zu sehen. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht mit etwas mehr Druck. Hier sieht man auch nochmal schön, dass die Kante nicht so 100% gerade ist, weil ich habe ja dann nochmal die Kante mit dem Tuch auspoliert, und da waren bestimmt noch Reste vom Auspolieren vom Produkt, deswegen haben wir keine scharfe Kante. Aber wir sehen einen schönen Unterschied hier. Noch ein dicker Wasserteppich. Und hier drüben haben wir jetzt doch ein schönes Abhellverhalten. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Wir haben auch ein ziemlich vernünftiges Ablaufverhalten. Hier haben wir jetzt noch einen dicken Wasserteppich. Und wir waschen mal drüber. Wascheimer steht schon bereit. Wie gesagt, der komplett gleiche Eimer wie auch gerade in dem Videoteil, den ich hier mit dem Prima gedreht habe, auch hier, oh, unheimlich glatt. Also das merkt man richtig. Ich gehe mal mit der anderen Seite hier in die Mitte. Ja, also hier ist richtig rau und zwar polierter, aber trotzdem in Anführungsstrichen stumpfer Lack. Aber hier auf der Seite, der Waschhandschuh gleitet. Und jetzt haben wir natürlich Petzolds Versiegelung und Petzolds Waschhandschuh. Das passt wie die Faust aufs Auge, und das geht eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Also ich glaube, ja, doch. Hier sieht man es auch, kommt die Versiegelung schon wieder durch. Also enorm hohe Lackglätte. Sprühen wir es erstmal ab. Hier sehen wir es auch nochmal. Die Stärke vom Produkt liegt nicht unbedingt im Abperlverhalten, sondern im Ablaufverhalten. Wird ein schöner, trockener Lack. Hier. Und auch noch, ja, doch. Deutlich glatter. Es fühlt sich wirklich an, als wäre hier so eine kleine Glasschicht drauf. Also so ganz, ganz glatt. Und ich sprühe es nochmal drüber, und da sehen wir deutlich, dass die Stärken hier nicht beim Abperlverhalten liegen, sondern eher so in der Stärke, dass es schnell aufreißt und auch schnell nach unten läuft. Und schauen wir nochmal hin. Ich
dicker Wasserfilm reißt überall gleichmäßig auf, wie als hätte man eine ganz saubere Glasscheibe und zack, Oberfläche ist, bis auf ein paar Tropfen, trocken. Ist ja Wahnsinn. Also hier, top. Nur, hier ist überhaupt nichts mehr drauf. Das trocknet vollständig ab. Es ist wirklich wie so eine auf extrem Hochglanz polierte Glasscheibe. Also ultra glatt. Und hier drüben haben wir wirklich dann noch den rauen Lack. Und hier dauert das alles viel länger. Und hier bleibt auch viel mehr Restschmutz dann drauf. Also auch hier sehr beeindruckende Eigenschaften. Gefällt mir richtig gut. Also vom Auftragen her hat das für mich echt gut geklappt. Also da muss ich echt einen Daumen nach oben geben. Ich denke auch für Einsteiger sehr, sehr gut geeignet. Das Bild bekommt er dann hier nach 24 Stunden plus eine Wäsche. Stärken liegen hier nicht so bei diesen schönen, extremst runden Tropfen, sondern eher bei einem sehr, sehr glatten Lackniveau und einer gut ablaufenden Oberfläche. Ich schaue noch einmal mit euch gemeinsam und in der Zeit könnt ihr euch hier die Videoempfehlung hier für die nächsten Videos anschauen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Euer Sebastian von Sarnefair. Abo da lassen, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.